Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Ihr seht gerade Teil 2 eines Videos zum Thema Fotorecht, das ich zusammen mit dem Medienrechtsanwalt Tim Hößmann aus Berlin aufgenommen habe. Da ihr so viele schöne Fragen hattet, ist das Video so lang geworden, dass ich es in 2 Teile aufgeteilt habe. Wenn ihr euch den ersten Teil anschauen wollt, dann klickt mal hier oben auf das i, da findet ihr einen Link zum ersten Teil. In welcher Reihenfolge ihr die beiden Videos guckt, ist aber eigentlich egal. Ihr könnt also auch genauso gut jetzt einfach weiterschauen, denn der Link zum ersten Teil, der kommt am Ende einfach nochmal. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit euren Fragen und den Antworten vom Tim Hößmann. Bis dann, tschüss. Wie sind die gesetzlichen Regelungen bei Streetfotografie? Worauf muss ich achten, um im gesetzlichen Rahmen zu bleiben? Gut, das ist erstmal die Frage immer, was ich genau fotografiere. Einmal Sachen, dort haben wir soweit geklärt. Wenn ich im öffentlichen Raum bin, darf ich soweit erstmal alles fotografieren. Problematisch wird es immer bei Personen. Weil Personen sind durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt. Und sobald eine Person auf einem Bild erkennbar abgebildet ist, kann man sich zumindest über das Bild Gedanken machen, ob das ganz in Ordnung ist. Wenn eine Person nur Beiwerk ist, sprich irgendwie zufällig auf dem Bild abgebildet ist, ohne dass es irgendwie kompositorisch oder wie auch immer grafisch einen Einfluss auf das Bild hat, ist das unproblematisch. Wenn aber die Person so in dem Bild ist, dass sie erkennbar ist und doch irgendwo kompositorisch zum Bild dazugehört, ja, dann muss ich die Person um Erlaubnis fragen, ob sie damit einverstanden ist, dass sie das Bild mache bzw. gemacht habe und ob sie mit einer Publikation des Bildes einverstanden wäre. Die spannende Frage für mich ist dabei, was ist erkennbar? Also reicht es, wenn die Person sich abgewendet hat oder muss ich darauf achten, ob es noch irgendwelche anderen Merkmale gibt? Also erkennbar ist immer durchaus eine starke Diskussion. Man setzt immer darauf ab, kann die Person und eine der Person nahestehende Person, also irgendwie eine dritte Person, die die abgebildete Person kennt, die Person erkennen. Das ist so der Maßstab. Generell natürlich klar, Gesicht ist immer das Einfachste, aber es können auch zum Beispiel Tätowierungen, auffällige Schmuckstücke oder andere körperliche Merkmale auch dazu dienen, die Person erkennen zu können. Dongoy69 hat gefragt, hi, bin zwar aus Österreich, dennoch wollte ich fragen, ob man Menschen auf der Straße fotografieren darf, solange man die Fotos nicht veröffentlicht. Klartext, darf ich Menschen fotografieren, ohne um Erlaubnis zu bitten oder sogar gegen ihren Willen? Wäre auch mal interessant für Deutschland. Und zusätzlich noch die Frage von Helmut Ansel, das ist auch so eine Auslandsfrage, deswegen packe ich die mal rein. Ja. Angenommen, ich fotografiere im Ausland, nicht näher spezifiziert, wo eine Person ohne TFP oder ähnliches, also kein Vertrag, darf ich dieses Bild in Deutschland veröffentlichen? Interessante Fragen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Rechtslage in Österreich ist. Generell ist die Rechtslage in Österreich mit der in Deutschland immer vergleichbar. Im Grunde setzt das Kunsturhebergesetz, wo diese Persönlichkeitsrechte geregelt sind, immer bei der Veröffentlichung des Bildes an. Das Kunsturhebergesetz kommt auch mal aus der Zeit so 1920er Jahre, sprich bis dort ein Bild veröffentlicht worden ist, war in Schweden viel Aufwand zu tun. Und gerade in der heutigen digitalen Welt ist es ja quasi unmöglich, ein einmal gemachtes Bild wieder einzufangen. Deswegen hat der Gesetzgeber sich auch dort mittlerweile Gedanken gemacht und hat mittlerweile im Strafgesetzbuch eine Norm eingeführt, in der das Fotografieren von Menschen ohne Veröffentlichungsabsicht unter Strafe gestellt wird, wenn die Person in einen schlechten Kontext gerückt wird. Also sprich, wenn die Person irgendwie diffamierend oder ins schlechte Licht gerückt dargestellt wird. Darauf wird immer abgestellt, ist die Aufnahme geeignet, das Ansehen der Person in der Öffentlichkeit zu schaden oder nicht. Und um deshalb die Frage des österreichischen Fotografen zu beantworten, man sollte bei Fotografien auf der Straße von Menschen immer vorsichtig sein. Auch ohne Veröffentlichungsabsicht kann es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein. Und ich würde da also immer empfehlen, möglichst immer die Leute nicht als wie auch immer geartete Einzelaufnahme zu nehmen, sondern durchaus in einem größeren Kontext zu fotografieren, weil man dann über das Beiwerkselement oder ähnliche Sachen die Sache regeln könnte. Gleiches gilt im Grunde mit dem Fotografieren im Ausland. Es ist also auch so, dass natürlich auch bei Ausländern eine entsprechende Persönlichkeitsrechtsverletzung gegeben sein kann. Die Frage ist allerdings immer, und das ist immer auch eine entscheidende Frage, wie hoch ist das Risiko? Sprich, wenn ich jetzt im Beispiel in Südafrika fotografiere, wie hoch ist das Risiko, dass die Person merkt, oh mein Gott, ich wurde in Deutschland fotografiert und sich dagegen dann zur Wehr setzt. Daher immer bei Auslandsaufnahmen mit einer gewissen, ja man kann schon sagen, Entspanntheit rangehen, was die Persönlichkeitsrechtsverletzungen angeht. Okay. Ich finde ja auch bei solchen Sachen, wenn man Menschen fotografiert, die jetzt in der Lage sind, die vielleicht nicht so die ist, in der man selber gerne wäre, auch zu den menschlichen Aspekten immer ganz wichtig, dass ich mich eigentlich immer frage, will ich in dieser Situation zum Beispiel selber, würde ich da selber fotografiert werden wollen, gerne? Also,
Streetfotografie, Obdachlose und so weiter. Das ist ja durchaus auch ein Thema. Ne? Genau, das kann man mittlerweile, wenn ich auf Rechnen habe, sogar noch weiter spinnen. Und ich denke, das wird eine Problematik werden. Ich denke so an die ganzen wunderbaren Partybilder. Ich meine, von jedem von uns gibt es Partybilder, wo man sagt, da sehe ich jetzt nicht gerade brillant drauf aus. Das ist nicht nur Partybilder. Und im Endeffekt, früher waren die klassischen Papierabzug, da war das gar nicht das Problem. Klar, die hat man im Freundes- und Bekanntenkreis rumgereicht und dann war die Sache auch so weiter erledigt. Ja, jetzt mittlerweile werden die Bilder sofort auf Facebook publiziert, teilweise in Echtzeit. Und das ist in der Tat ein rechtliches Problem, weil hier derjenige, der die Bilder online stellt, tatsächlich sich mitunter strafbar machen könnte, wenn die Person dann wirklich in einem Kontext publiziert wird, wo man sagt, okay, komm, das ist jetzt echt nicht mehr in Ordnung und das wäre dann sogar eine Straftat. Okay, also kann man ganz klar sagen, Hirn einschalten beim Posten, egal was es ist, in welcher Situation. Matthias Greusel hat, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat die Frage gestellt, gleich mal eine Frage. In einem Urteil las ich mal, dass bei einem Fotoshooting, zu dem es keinen Vertrag gab, die Bilder trotzdem veröffentlicht wurden. Der Fotograf natürlich verklagt wurde, aber jetzt kommt's. Wenn ein Modell extra anreist, extra geschminkt wird, auf die Anweisung des Fotografen hin arbeitet und kein Geld dafür erhält, geht sie trotzdem einen nicht schriftlichen Vertrag ein. Der Kollege, also Fotograf, wurde freigesprochen und das arme Kind konnte die Veröffentlichung nicht verhindern. Zumal es mit der Aussage kam, mein Freund möchte das nicht. Wie sieht das der Anwalt? Ja. Man muss hier im Grunde auch zwei Dinge sehen. Das eine ist, ob das Modell Anspruch auf eine angemessene Vergütung hat. Wenn sie hier also in das Verfahren reingegangen wäre und sagte, ich möchte gerne angemessene Vergütung für das Shooting haben, hätte sie vielleicht Recht bekommen. Das andere ist, kann sie sich dagegen wehren, dass die Bilder publiziert werden, was sie offensichtlich hier gewünscht hat. Da muss man ganz klar sagen, dass eine einmal gemachte Zustimmung natürlich wirksam ist. Also man braucht nicht zwingend einen Vertrag. Und so eine Zustimmung ist auch nicht daran gebunden, dass ich jetzt irgendwie Geld dafür bekomme. Und jetzt so wie in dieser Situation war es ja nicht so, dass es irgendwie eine zufällige Situation war. Sie ist dort angereist, sie wurde geschminkt, hat gepostet, wurde fotografiert. Ja, in so einer Situation bin ich auch damit einverstanden, dass ich fotografiert werde. Das andere ist dann wieder, kann ich so eine Einwilligung widerrufen? Im Grunde nein. Eine einmal gemachte Einwilligung ist bindend, außer juristisch es haben sich die Lebensumstände geändert. Sprich, wenn ich jetzt Jahre später die Fotos nochmal sehe und sage, gut, okay, jetzt ist es vielleicht nicht mehr in Ordnung, dass diese Fotos publiziert werden. Einfach ausgedrückt, so eine Situation, ich war jung und brauchte das Geld. Sprich, mit 18 fand ich es ganz toll, mich im Bikini fotografieren zu lassen. Jetzt bin ich mittlerweile 30, zweifache Mutter und Lehrerin einer Schule und die Bilder sind immer noch da. Da muss man ganz klar sagen, gut, okay, da haben sich die Lebensumstände so sehr geändert, dass man dann auch rechtfertigen kann, dass diese Bilder nicht mehr weiter publiziert werden. Jetzt aber, ich habe einen neuen Freund und er möchte nicht, dass diese Bilder publiziert werden, reicht juristisch nicht aus, um hier den Widerruf der Einwilligung annehmen zu können. Das heißt, es muss dem Modell schon ein ganz klarer Nachteil aus diesen Bildern erwachsen können. Zum Beispiel, dass der Arbeitgeber, in dem Fall die Schule, sagt, jemand, von dem es, ich sag mal, Aktaufnahmen im Internet gibt, eignet sich nicht als Lehrerin für eine Grundschulklasse. Genau, richtig. Okay. Gab es letztens zum Beispiel einen Fall, das war etwas anders gelagert, da ging es genau um diese Frage, da war eine, ich glaube, Krankenschwester im katholischen Krankenhaus, die dann auch entlassen worden ist, weil es entsprechende Bilder von ihr gab und die sie auch noch aktuell weiter produzierte. Wo dann das Krankenhaus sagte, als katholischer Betrieb ist uns leider nicht zuzumuten, dass wir mit solchen Personen zusammenarbeiten. Das wurde jetzt auch schon in zweiter Instanz bestätigt, das Urteil. Binnenmeier fragt, welche Verträge muss man abschließen, wenn man von einem Modell Fotos für einen Kunden macht? Mit einem normalen Modelvertrag gehen doch die Bildrechte an den Fotografen über und der Auftraggeber dürfte die Bilder doch nicht veröffentlichen, oder? Er hat gar nicht Unrecht. Also im Grunde muss man dort verschiedene Rechteketten sehen. Erstmal ist es wichtig, dass der Fotograf mit seinem Modell einen Vertrag schließt, damit er halt die Sicherheit hat, dass er mit den Bildern entsprechend arbeiten darf. Hier sollte in dem Vertrag auf jeden Fall auch irgendwo mit aufgenommen werden, dass die Bilder gewerblich und auch gewerblich durch Dritte genutzt werden dürfen, weil das dem Fotografen die Möglichkeit gibt, diese Bilder weiterzugeben. Dann, rein von der Rechtekette, ist es so, dass ich als Fotograf erstmal Urheber der Bilder sind und damit alle Rechte der Bilder bei mir liegen. Ich habe aber als Fotograf natürlich die Möglichkeit, Dritten ein sogenanntes Nutzungs- oder Verwertungsrecht einräumen zu können. Das bedeutet in diesem Fall, dass ich dem Auftraggeber dann die Rechte an den Bildern übertragen kann, dass der die Bilder entsprechend seiner Vorstellungen dann nutzen und verwerten darf. Das heißt, von der Rechtekette, ich muss einmal einen Vertrag mit dem Modell haben und dann einen entsprechenden Vertrag mit einem Auftraggeber. Und wenn ich die entsprechend gut aufgestellt habe, dann
darf der Auftraggeber die Bilder auch nutzen. Mhm. Alles klar. Dazu kommt jetzt mal eine Frage in den Bereich Namensnennungspflicht. Und zwar Nils Stengert hat geschrieben, letztes Jahr habe ich ein Sportevent in einem Einkaufszentrum geschossen. Wobei da jetzt interessant ist, dass das in einem Einkaufszentrum war. Okay. Das hatten wir ja eben genau, schon. Okay. Überhaupt die Genehmigung dort zu fotografieren, ist die Frage. Aber ich glaube, das können wir rauslassen. Und ich habe das Bild der Siegerin auf die Facebook-Seite des Centers hochgeladen. Ich vermute, da er das selber machen konnte, dass er vielleicht von einem Einkaufszentrum beauftragt wurde oder so. Kurze Zeit später habe ich dieses Bild im Internet auf einer anderen Seite gefunden. Das ist jetzt, das kann ich hier an dem Screenshot sehen, eine spanische Webseite. Was kann er da tun? Ja, da fangen wir erstmal hinten an. Erstmal muss man natürlich gucken, durfte er überhaupt fotografieren, beziehungsweise durfte er die Person fotografieren. Da wird er sicherlich irgendwie mit dem Einkaufszentrum hoffentlich eine Genehmigung geholt haben, dass er im Einkaufszentrum fotografieren darf. Dann hat er die Siegerin fotografiert, die zumindest stillschweigend wohl eingewilligt hat, dass wenn ich auf so einem Podest klettere und auf Fotografen sind, willige ich auch irgendwo ein, dass die Bilder benutzt werden können. Dann hat er dem Center die entsprechenden Bilder hochgeladen, somit dann auch entsprechend gegeben, dass diese rechte Kette mehr oder weniger in Ordnung ist. Das andere ist dann, wenn dieses Bild woanders genutzt wird, ja, dann kann das ein entsprechender Verstoß gegen die Rechte des Fotografen sein. Das ist einmal ein Verstoß gegen die Urheberrechte, wenn das Bild woanders publiziert wird, weil es dann ohne Genehmigung vervielfältigt worden ist. Und es kann auch ein Verstoß gegen das Namensnennungsrecht sein. Hintergrund dessen ist, dass ich als Fotograf das Recht habe, dass bei jedem Bild mein Name stehen soll. Und wenn das jetzt auf einer anderen Webseite publiziert wird und da steht auch nicht mein Name bei, dann kann ich gegen diese Publikation vorgehen und die Löschung des Bildes sowie auch eine angemessene Lizenzgebühr dafür verlangen. Mhm. Jetzt bei diesem Fall ist es natürlich das Problematische, wenn das Ganze in Spanien ist, weil man dann im schlimmsten Fall über einen Korrespondenzanwalt gucken muss, dass man diese ganzen Ansprüche in Spanien durchsetzt, was aber zumindest rechtlich alles möglich ist. Und auch aus meiner täglichen Arbeit, wenn ich das kurz erwähnen darf, haben wir häufiger Fälle mit Auslandsbezug. Und solange es sich im Endeffekt um den europäischen Raum handelt, ist eine Rechtsdurchsetzung auch immer möglich. Okay. Wenn man mit Webseiten zu tun hat, wo man vielleicht auch dann vom Anwalt den Rat kriegt, na, da haben wir nicht allzu viel Aussicht auf Erfolg. Ist es problematisch, wenn ich dann beispielsweise hingehe und Freunde, Bekannte, Follower, wenn ich welche habe, auffordere, doch auf die Seite zu gehen und einfach dort nett zwar den Hinweis zu posten, dieses Foto wurde übrigens geklaut von Webseite XY, von dem Fotografen. Kann ich das machen oder ist das problematisch? Es ist auf jeden Fall ein interessanter Lösungsansatz. Keine Frage, weil man da natürlich auch diesen sozialen Druck drauf ausbauen kann. Und ja, man muss im Endeffekt gucken, es ist ja nicht verboten, wenn man die entsprechende Kommentarfunktion hat, dass dort auch Dritte posten können, hallo, das Bild wurde geklaut. Da spricht erstmal nichts gegen. Daher ist dieser Aufruf für sich genommen von der freien Meinungsäußerung gedeckt. Und ja, das ist durchaus ein probates Mittel, um da die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da doch irgendwas mit den Bildern nicht in Ordnung ist. Dann habe ich zumindest die Aufmerksamkeit und entdecke vielleicht auch noch ein paar schöne Fotos auf die Reise. Ja. Okay. Hier ist eine Frage von Benjamin W. Und der fragt, eine gute Sache heute ist, dass fast jeder eine Kamera bei sich hat und damit sind alle irgendwie Journalisten. Wenn mal etwas Schlimmes passiert, dann sind mehr Zeugen da, die das dokumentieren können. Die Frage, die sich mir da stellt, habe ich als Fotograf, wenn ich von so einer Situation ein Foto mache, vielleicht auch unbewusst, habe ich eigentlich eine Pflicht, das anzuzeigen, dass ich dort eventuelles Beweismaterial habe? Die Frage ist interessant, weil sie auch so ein bisschen in diesen Leser-Reporter-Bereich reinspielt. Generell gibt es für Pressefotografen ein paar Sondervorschriften, weil natürlich Pressefotografen ein öffentliches Interesse wahrnehmen. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei öffentlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel Akkreditierungen kriegen können und Ähnliches. Wichtig ist aber hier, dass es nicht jeder, der eine Kamera hat, gleich Journalist ist, sondern da gibt es auch entsprechende Kriterien, nach denen beurteilt wird, ob eine Pressetätigkeit vorliegt oder nicht vorliegt und auch ein entsprechendes Öffentlichkeitsinteresse an der Berichterstattung selber besteht. Daher reicht sicherlich das Mitbringen einer Kamera nicht aus, um da jetzt irgendwie eine Reportereigenschaft annehmen zu können. Die andere Frage ist dann mehr aus dem strafrechtlichen Bereich. Wenn ich jetzt also irgendwo beim Unglücksfall vor Ort bin und dort Bilder mache und habe dort den entscheidenden Hinweis, dann muss ich, wenn ich von der Polizei gefragt werde, auch entsprechend aktiv darauf hinweisen, sagen, guck mal hier, jawohl, bitte, ihr könnt gerne meine Bilder dafür
nutzen. Das ist also so ein Punkt, wenn da entsprechende Sachen vorliegen, dann sollte man die auch weitergeben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nicht irgendwo die Rettungsarbeiten oder Ermittlungen oder wie auch immer mit seiner Tätigkeit selber gefährdet. Klar. Eine Frage von Nils Neu. Er schreibt, kann ich meine Fotos einfach so verkaufen? Mhm. Und wie würde das dann ablaufen bzw. fotografieren, funktionieren, ist die Frage. Ich denke, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, was muss ich eigentlich noch, außer jetzt einen Preis dran zu schreiben, was muss ich noch beachten, wenn ich quasi gewerblich tätig werden möchte? Also im Endeffekt muss man da erstmal ganz deutlich den Unterschied zwischen privat und gewerblich sehen. Sobald ich gewerblich handle, dann muss ich auch alle Regeln eines Gewerbes einhalten. Bedeutet zum Beispiel steuerliche Geschichten, dass ich dann mir also im Vorfeld überlegen muss, gut, okay, ich muss eine Rechnung schreiben. Nehme ich jetzt eine Rechnung mit 7% oder nehme ich eine Rechnung mit 19%? Ist es also mehr eine künstlerisch-journalistische Fotografie, 7%? Ist es eher mehr eine handwerkliche Fotografie, 19%? Alleine da scheiden sich schon die Geister, wo Fotografie eigentlich eingestuft wird. Sollte man am besten im örtlich zuständigen Finanzamt nachfragen, wie es denn dort gehandhabt wird. Das ist aber die Finanzgeschichte. Das andere ist dann natürlich die Frage, was ich fotografiere. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel Personen fotografiere, würde ich mich auf jeden Fall vergewissern, dass die Fotografien auch von den Personen erlaubt ist und auch die gewerbliche Veröffentlichung. Sprich, dort gucken, haben die Personen darin eingewilligt. Darüber hinaus, wenn ich jetzt zum Beispiel in Museen oder auf Privatgeländen fotografiert habe, ja, sollte ich mich rückversichern, darf ich hier gewerblich fotografieren oder nicht, um im Endeffekt damit zu verhindern, dass ich im Nachhinein Ärger kriegen könnte. Also man kann zusammenfassen, ich brauche sämtliche Genehmigungen, was meine Bilder selber angeht. Ich muss aber auch den ganzen bürokratischen Aufwand drumherum, sprich Steuern, Gewerbeanmeldung, eventuelle Handwerkskammern und was alles eine Rolle spielen kann, auf jeden Fall beachten. Kann man also allgemein den Rat geben, auf jeden Fall mal einen Steuerberater vorher darauf ansprechen, was man da so am Ort, wo man gerade ist, beachten muss. Genau, also es spricht überhaupt nichts dagegen, das irgendwo zu machen. Zum Beispiel habe ich auch viele Mandanten, die erstmal anfangen und so ein paar Bilder bei iStock-Foto einstellen. Solange das in einem sehr kleinen, geringen Umfang ist, ist das im Endeffekt unproblematisch. Wenn man jetzt aber anfängt, regelmäßig Bilder zu verkaufen, ja, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, dass man das Ganze auf vernünftige Füße erstellt, was natürlich auch Vorteile hat, weil man dann den Vorteil hat, dass man die ganze Technik auch von der Steuer absetzen kann, was dann natürlich den Kauf einer neuen Kamera oder eines neuen Objektives durchaus erleichtern kann, wenn man weiß, ich kann schon mal die 19% Umsatzsteuer absetzen und das von meinen Einnahmen abziehen, macht es dann auch ein bisschen einfacher. Aber generell ist dann dieser Schritt zum, ja, in Anführungszeichen, Berufsfotografen natürlich schon ein Punkt, wo man dann auch diesen Schritt bewusst gehen muss, aber sich auch der Gefahr bewusst sein, dass dann natürlich bestimmte weitere Pflichten dazukommen, die man dann beachten muss. Wenn man dann zum Beispiel wirklich Fragen hat, was ich da empfehlen kann, es gibt zum Beispiel den Zentralverband der deutschen Berufsfotografen, das ist so die älteste Standesorganisation der Fotografen, wo wir auch die entsprechende Partnerkanzlei für sind. Wenn man da zum Beispiel Fragen hat, kann man sich auch einfach an den Zentralverband der Berufsfotografen wenden, die dann bei solchen Fragen sicherlich weiterhelfen können. Okay, also auf jeden Fall der Tipp, bevor man übereilt anfängt, eine Selbstständigkeit oder auch eine Nebentätigkeit einzusuchen. Je mehr Informationen ihr habt, desto weniger lauft ihr Gefahr, da irgendwie auf die Nase zu fliegen mit irgendwas. Hier unten in der Endcard habe ich euch nochmal zwei Videos verlinkt, und zwar einmal den ersten Teil von diesem Gespräch, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen, und auf der anderen Seite ist noch ein Video zum Thema TFP-Vertrag. Wenn ihr euch weiter für das Thema Recht interessiert, kann ich euch nur empfehlen, auch dem Tim Hülsmann auf seinem Twitter-Kanal zu folgen, und zwar findet ihr ihn da unter @medienrechtler, und da gibt es auch ganz viele interessante Tweets zu dem Thema. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mal Probleme mit dem Recht habt, auch gerne in Berlin bei der Kanzlei von Tim Hörsmann melden. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen.